Das Gift der Agrippina. Giftmorde vom Altertum bis zum Mittelalter. Tja, das gefällt mir schon mal sehr. Es sind drei namhafte Sachbuchautoren, haben den markantesten Fällen nachgespürt. Das wäre einmal, wen haben wir hier? Das Gift der Agrippina, zwei Männer, zwei Schwerter. Wer weiß, worum es da geht. Und der Satan sang das Halleluja. Hört sich ja schon mal richtig reißerisch und gut an. Bin sehr, sehr gespannt. Ja, Gift war ja eine Zeit lang ein sehr beliebtes Mittel, Leute aus dem Weg zu schaffen. Die Medici und die Borgia kannten sich da ja besonders gut aus. Und auch Agatha Christie hat ja immer gerne mit Gift gemordet, weil sie es weniger brutal fand. Hatte da ja auch einen ganz guten Einblick bekommen. So, dann haben wir, und auch dieses Buch habe ich bei Teddy gefunden, ja, man mag es kaum glauben, Macht und Mythos, die großen Dynastien, die Romanows. Und dieses Buch ist so schick aufgemacht, da brauchte ich dann auch gleich noch die Windsors. Das ist... War dann wieder ein richtig günstiger Einkauf, wir haben das eine und wir brauchen das andere. Ja, es ist total toll bebildert. Ich mag das ja absolut bei Sachbüchern. Dann brauche ich nicht mal alles zu googeln. Es ist einfach ein Schmuckstück. Also es ist so schön aufgemacht. Da blätter ich schon alleine gerne drin. Mit den Romanows habe ich mich noch nicht weiter beschäftigt, außer dass ich jetzt über den Zar Niki durch die Windsors, weil die waren ja alle verspannt und verschwägert und so überhaupt. Und dadurch bin ich jetzt auf die Romanows aufmerksam geworden über eine Biografie über George V., der ja der Cousin von dem Zar Niki war und der ja dann letztlich seinem guten Cousin Niki keinen Unterschlupf mehr gewährt hat. Und ja, wie ging es mit den Romanows aus? Sehr blutig, sehr brutal. Ich bin total gespannt, was ich hier in diesen Büchern erfahre, weil ich habe mich damit noch nicht groß beschäftigt, aber es zieht mich irgendwo im Moment an. Ja. Aber ein absolutes Schmuckstück, das gibt es über alle Königshäuser und auch über Napoleon und... Und die Wunschliste bei uns wird immer lang. Ludwig II. Haben sie auch so rausgebracht und ich glaube, die will ich dann alle irgendwann haben. Ja, ich glaube. Ja, jedenfalls, davon habe ich jetzt auch schon die Windsors, die müssten hier jetzt auch gleich noch irgendwo auftauchen. Ich habe jetzt hier für euch von Sandra, ich weiß nicht, Gulland oder Gulland, wie die Dame sich ausspricht, Die Sonne des Königs. Von ihr habe ich ja schon die Josephine-Bücher gelesen, diese drei dicken schönen Wälzer, die es da gibt. Diesmal geht es um Louis de la Vallée und Ludwig XIV., den Sonnenkönig. Ja, die Louise war seine erste Mätresse und angeblich die einzige Frau, die den Menschen und nicht den König liebte. Bin ich sehr gespannt drauf. Sie hat ja einen sehr, sehr schönen Schreibstil. Das Buch ist außerdem wunderschön. Wir haben es mit viel A und O ausgepackt. Ja. Das haben wir bei Rebuy, glaube ich, für 1 Euro, 1,10 Euro. Ich weiß es nicht. Jedenfalls auch recht günstig. Da hätten wir auch gerne ein bisschen mehr für bezahlt, wenn ich ehrlich bin. Ist es jedenfalls wunderbar. Jetzt auch noch klang, dass es so günstig war oder was? Nein, auf keinen Fall. Also, du bist mir eine Schnäppchenjägerin. Ich sage ja nur, es ist wirklich super schön. Es ist ein Traum, ja. Eine große Liebesgeschichte, ein dunkles Geheimnis, das ist doch genau das Richtige für uns. Ja. Die Sonne des Königs. So, dann haben wir hier einen Thriller, den haben wir geschickt bekommen von Roger Hobbs. Und ja, sich unsichtbar machen ist sein tägliches Geschäft. Es ist halt ein Thriller. Und ich weiß nur nicht, ob wir überhaupt dazu kommen, das zu lesen. Oder ob wir das lieber verleihen oder weitergeben. Wir werden es sehen. Im Moment liegt es noch auf unserem Sub, worum es genau geht. Keine Ahnung. Ja, aber es sieht ja schon recht düster, spannend aus. So ein bisschen auch noch mit Ghostman in dieser Schrift. Erst haben wir gedacht, ah, das wird wahrscheinlich eine Geistergeschichte sein. Ich meine, mal mit Geistergeschichten haben wir es dann schon eher. Aber diesmal geht es um einen misslungenen Überfall auf ein Casino. Er soll aufräumen, die Spuren beseitigen. 1 Million Dollar in bar stehen auf dem Spiel. 48 Stunden hat er Zeit. Ja, vielleicht spricht sie einen von euch da draußen an. Wir werden es jetzt erstmal auf dem Sub stehen lassen und mal gucken,
ja, mal gucken. Mal schauen. Mal gucken, weil wir wechseln ja immer wieder den Buchgeschmack und deswegen behalten wir es jetzt erstmal eine Zeit lang und gucken dann, ob wir es lesen. Ein energiegeladener Thriller. Naja. So, über diesen Mann weiß ich eigentlich relativ wenig, außer dass ich seine Bilder nicht mag. Und dass er Stehkampf gut fand, was wir scheiße finden. Ja, François Guillot und Carlton Lake leben mit Picasso. Ja, momentan sind wir ja auch so ein bisschen auf den Künstlertrip gekommen. Warum eigentlich? Egal. Ja, und Picasso ist ja auch eine sehr interessante ein sehr interessanter Charakter. Ich glaube, es hat angefangen damit, dass wir Midnight in Paris gesehen haben. Ich glaube, damit ging auch dieses ganze Biografie-Zeugs los. Ja, da hat es uns wieder gepackt. Und das Böse ist ja, fängt man erstmal damit an, hat man ja immer diese ganzen Querverbindungen. Und da möchte man über den noch was lesen und über den noch was lesen. Und ach, der hört sich auch interessant an. Tja, und ihr seht ja, was dabei rauskommt. Also es man auch kriegt einen Biografie-Knall. Darin. Also Picasso war ja sicherlich kein einfacher Mann. Ich hatte auch irgendwann mal einen Film mit ihm gesehen. Basiert das nicht vielleicht, glaube ich, auf diesem Buch? Mein Freund Picasso oder so? Nee. Jedenfalls mit Anthony Hopkins, die Verfilmung. Und die fand ich ja schon, ich weiß nicht, wie alt ich da gewesen sein. Also Künstler also sind ja schon mal grundsätzlich immer sehr interessant und inspirierend. Und ich bin sehr gespannt. Ich meine, was dieser Mann hatte, er hatte ja mega wache Augen. Da war gestern ein Foto. Ja, wach. Ma sagt, der hat mega wache Augen gehabt, schiebt mir das rüber und ich sehe da nur den blanken Wahnsinn rausgucken. Also jetzt ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich stehe nun mal nicht auf solche Bilder. Ich bin kein Freund von abstrakter Kunst und ich mag auch keine moderne Kunst. Also alles, was so fürchterlich abstrakt ist oder... Auch der Typ, mit dem er den Kubismus gegründet hat, ist nix seinen für uns. Bildern kann ich auch nichts anfangen. Ich stehe da mehr so auf die Werke der Präraffaeliten. Ja, da sind wir altmodisch. Ich werde es auch nie verstehen, wenn man doch so eine tolle, schicke Jugendstilvilla sieht und man sieht daneben jetzt so diese neuen... Bauhaus sind wir auch kein Freund nein, von. Nein, aber hier auch in Bad Oeynhausen beim Werrepark, falls ihr da mal gewesen seid, da gibt es ja dieses Energiezentrum. Ich finde das Ding pottenhässlich. Und ich kann mir auch gut vorstellen, wie das so in 30 Jahren aussieht. Ja, oder wenn man nach Minden reinfährt, ist auf der linken Seite auch so ein riesiger Kasten. Ich finde die Dinger pottenhässlich und es gab früher doch so wunderschöne Villen und ja. Wir mögen halt eher den Charme der alten Zeit. Also diese ganzen neuen Sachen sind nichts für uns. Mit moderner Kunst können wir nichts anfangen. Nee. Aber das bedeutet ja nicht, dass wir uns nicht weiter mit den Künstlern beschäftigen. Genau. Und wir müssen ja auch nicht die Leute, über die wir lesen, sympathisch finden. Hauptsache, sie hatten ein interessantes Leben. Das ist super. So, jemand, der eigentlich völlig auf meiner Wellenlänge liegen müsste, ist Leonardo da Vinci, der Zeichner der Zukunft. Er war damals schon Vegetarier. Er hat Vögel auf dem Markt gekauft, um sie freizulassen, weil er gesagt hat, Vögel gehören nicht eingesperrt, Vögel müssen fliegen können. Und er war eh sehr, sehr fortschrittlich. Er war ein absolutes Genie. Er hat gemalt, er hat als Ingenieur gearbeitet, er war Militäringenieur, obwohl er gegen Krieg war. Er war der absolute Pazifist eigentlich. Er hat für Cesare Borgia gearbeitet, er war mit Machiavelli befreundet, er lag im Clinch mit Michelangelo. Ein absolut interessanter Mann, auf jeden Fall. Nur, wie ich ja auch schon bei Facebook irgendwann gesagt habe, erstens kann ich nichts mit seiner Kunst anfangen und zweitens, irgendwie ist der mir zu gut. Keine Ahnung, ich mache mehr so diese Hitzköpfe. Also bei Leonardo da Vinci finde ich auch ganz klar seine Zeichnungen wesentlich schöner als seine Gemälde. Ich weiß nicht, ich mag leuchtende Farben. Also da ist Vincent van Gogh wesentlich mehr auf meiner Linie. So, und hier geht es jetzt um das Leben von Leonardo da Vinci. Und es ist reichlich
illustriert, reichlich bebildert. Ich fand das süß. In einer Rezension bei Amazon steht, das ist allerhöchstens was für Kinder. Ja, die Arena-Bibliothek des Wissens ist rein für Kinder. Da können nur Erwachsene auch reingucken. Es ist wirklich für Kinder geschrieben und genauso soll es auch sein. Ist eine super gute Einführung, wenn man sich mit Leonardo noch nicht auseinandergesetzt hat. Erfährt man hier alles Wichtige, was man wissen muss. Es ist eine super gute Einführung, wirklich. Man versteht, was damals abging, ohne zu tief in die Materie reingeschubst zu werden. Und ja, wenn man das gelesen hat, weiß man eigentlich schon ziemlich viel über ihn. Und es ist leicht geschrieben, wie es anfängt, wie zum Beispiel, also es wird auch aus der Sicht von Leonardo erzählt. Hallihallo, ich bin Leonardo, der Sohn des angesehenen Notars Ser Piero. Geboren wurde ich am 15. April 1452 in Anciano, am kleinen Dorf in der Nähe von Vinci. Er erzählt halt auch in unserer heutigen Sprache mit unserem Wortlauf sehr modern, so dass Kinder und auch Erwachsene absolut einfach haben, hier etwas über dieses Genie zu erfahren. Ich glaube, der Autor Luca Novelli hat auch dafür Auszeichnungen bekommen. Es ist jedenfalls eine sehr, 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 sehr interessante Bio und es ist vor allen Dingen super gut geschrieben. Also ich denke, die ganze Reihe ist absolut empfehlenswert. Ich hatte ja von Goethe das schon gelesen. Goethe hatte ich jetzt gerade gelesen. Das war brillant. Also ich finde, die Grimms waren gut. Also ich finde noch die Bücher aus dieser Reihe von Andreas Wenske. Fenske. Noch wesentlich besser. Aber ich denke, dazu wird es auch noch hier oft auf dem Kanal drum gehen und auch in diesem Nachgedacht werden wir darüber, also wir hatten ja vorgehabt, jetzt dieses Glimmerfehl Nachgedacht so machen. Auch da wird es dann um die Arena-Bibliothek des Wissens gehen. Jedenfalls ganz, ganz tolle Bücher. Es gibt zahlreiche davon und wenn ihr mit Biografien anfangen wollt, kann ich euch die nur empfehlen. Denn hier erfährt man wirklich, es wird eine Faszination geweckt, ohne dass man am Anfang überfordert wird. Und es gibt auch immer sehr, sehr schöne Hintergrundinformationen, damit man sich das Leben von damals doch ein bisschen besser vorstellen kann. Ob das bei diesem Buch so ist, weiß ich nicht. Von Helga Thoma, Liebe macht Intrige, Königin und ihre Liebhaber. Du hast mir die ganzen Frauendinger hierher gelegt, sehe ich gerade. Verhängnisvolle Affären in königlichen Palästen. Hier sind die Liebesgeschichten von im Schatten des Towers Elisabeth I. von England, Leicester und Essex, die Königin und der Kardinal Anna von Österreich und Mazarin, Macht und Leidenschaft Katharina II. Von Russland und Potemkin, eine verhängnisvolle Affäre Caroline Mathilde von Dänemark und Johann Friedrich Struensee, Liebe im Schatten der Guillotine Marie Antoinette und Axel von Fersen und Sieg Transit, Marie-Louise von Spanien und Manuel Godoy. Ja, das sind Affären, bekannt geworden sind. Ich habe gerade übrigens über einen Fersen auch gerade wieder gestolpert in dem Buch Desiree. Schön, dass er hier auch drin ist. Manche sind tragisch geendet, manche gingen vielleicht gut aus. Ich bin gespannt auf die Affären und Intrigen. So, dann haben wir Krieg der Knöpfe, der Schatz. Und das Buch hat ein mega hässliches Cover, meiner Meinung nach. Sei ruhig. Ja, hier diese nackten Jungs. Es ist ein Comic. Es ist, man kam irgendwie auf Krieg der Knöpfe und Ja, ich hatte gesagt, man sollte es eigentlich kennen und gelesen haben. Ich hab's noch nicht. So, und dann bekam man es auch prompt geschenkt. Ja, das ist jetzt die Ausgabe der Schatz. Es ist halt das Buch, der Krieg der Knöpfe umgesetzt als Comic. Ja, die Zeichnungen sind echt süß. Ja. Die gefallen mir. Der ist süß. Ja, der ist total niedlich. Der ist mir eben auch aufgefallen. Ja. Ja. Jedenfalls, ja, Krieg der Knöpfe. Ich habe keinerlei Ahnung. Lass uns tauschen. Das ist, glaube ich, eher deine und das ist eher meine. Ja, von Ilse Elisa Zellermeier, Prinzessin Suite, mein Jahrhundert im Hotel. Das Buch habe ich jetzt durch Zufall entdeckt und musste das dann auch haben. Es geht um das
Hotel am Steinplatz in Berlin soll also auch fast genauso berühmt bekannt damals gewesen sein wie das Hotel Adlon. Hier waren Wladimir Nabokov, Romy Schneider, Theo Ling, Yehudi Menuhin, Günter Grass und Heinrich Böll. Sie alle waren dort zu Gast und die Hoteliers Tochter Ilse Zellermeier, wir haben es auch heute mit den Namen, erzählt halt von diesen Begegnungen, die in dem Hotel stattfanden. Es ist total schön aufgemacht. Ich liebe dieses Bild. Könnt ihr das gut sehen? Ich halte es euch noch näher. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Kippen, 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 kippen. Ich kippe es jetzt in alle Richtungen, weil wir haben uns gestern schon köstlich über dieses Bild amüsiert. Es sieht einfach nur toll aus. Hier ist sie zum Beispiel verkleidet als Madame Pompadour. Jetzt habe ich es so schnell weggezogen, glaube ich. Den haben wir hier. Da heiratet sie. Also es ist halt dieser absolute Charme der vergangenen Zeit. Hier ist sie mit Pavarotti und Marcel Marceau. Und ich bin sehr gespannt auf dieses Buch. Ich hoffe, das ist so gut geschrieben, wie es sich jetzt erstmal anhört. Pension Steinplatz. Kein Hotel, Pension. So, dann haben wir hier von Maurice Lever Primavera Tanz und Leben der Isadora Duncan. Ja, und auf Isadora Duncan bin ich gekommen, weil das Mädel, das den Typen bekommen hat, den ich haben wollte, völlig verballert war in Isadora Duncan. Die hatte, war denn das? Ja, egal. Ja. Die hatte den absoluten Isadora Duncan Tick und ich habe mich ja so ein bisschen mit meiner Konkurrentin beschäftigt und wollte ja auch so ein bisschen, dass der Charme... Diese Konkurrentin ist auch so lebendig noch, ne? Nein, sie ist ja nicht meine Konkurrentin. Also. Aber das Mädel, das ja diesen Knall hatte, war ja meine Konkurrentin. Ja, jedenfalls hatte die unter anderem einen riesigen Isadora Duncan Knall. So, das Ganze ist jetzt schon 6-7 Jahre her. So, und die Steckenpferde von der Guten sind mir weiterhin im Kopf geblieben. Und so, wo ich jetzt auch so 2-3 Mal über Isadora Duncan gestolpert bin, dachte ich, okay, gut, jetzt wird's reif, jetzt musst du mal wirklich dich näher mit der Frau beschäftigen. Und genau deswegen habe ich jetzt diese Biografie. Ja, sie hat mir die Liebe beschert, dass ich jetzt mich mit der Frau beschäftige. Ja, jedenfalls Isadora Duncan war eine Tänzerin, die anders getanzt hat als die anderen, die völlig frei getanzt hat, die, ja, es gibt super schöne Fotos von ihr im Internet. Ich habe mich noch nicht wirklich damit beschäftigt. Sehr ästhetisch. Ja, sehr ästhetisch. Es gibt sogar Filmaufnahmen von ihr. Es ist jedenfalls eine sehr, sehr interessante Frau, die auch da aufgetaucht ist, wo was los war. Und ich glaube, am bekanntesten wurde sie durch ihren Tod, dadurch, dass sie sich selbst unglückseligerweise stranguliert hat, weil ihr Schal hinten in die Radspeichen gekommen ist, ihres Autos. Und ja, sie ist losgefahren und in dem Moment hat sie sich erwürgt. Also niemals Flatterschal im Cabrio. Ja. So. Und ja, auch hier wieder eine... Wir haben nur Bios über Frauen gekauft, fürchte ich. Also, fällt mir da gerade auf. Von Rainer Rother, Leni Riefenstahl, die Verführung des Talents. Ja, ich hatte jetzt ja gerade gelesen, die Frauen, also Hitlers Frauen, und zu denen gehörte auch Leni Riefenstahl. Sie ist ja sehr umstritten. Ich habe mich mit ihrer Kunst noch nicht groß weiter beschäftigt. Ich war aber jetzt auch total erstaunt. Ich kann mich erinnern, dass ich damals im Stern ganz, ganz tolle Aufnahmen von aus Afrika gesehen habe, von den Frauen und Männern eines Stammes. Und die Nuba, ne? Die Nuba, glaube ich. Und die stammten auch von Leni Riefenstahl. Sie wurde natürlich bekannt durch ihre Aufnahmen von, ja, einmal von den beiden Propagandafilmen, die sie für die Nazis abgeliefert hat, und die Dokumentation zu den Olympischen Spielen. Sie ist ja sehr alt geworden. Ich fand das absolut spannend, dass sie also noch mit 92 Jahren, ich glaube mit 76 Jahren hat sie, glaube ich, erst das Tauchen gelernt. Sie ist noch mit 92 Jahren tauchen gegangen, hat Fotos gemacht von Haien. Hatte einen 40 Jahre jüngeren Mann. Ja, das soll ja mal einer nachmachen. Du nicht. Da findet sich noch nichts. Bei dir auch nicht. Ach,
Ja, dann können wir aber auch gleich ab in den Knast gehen, ne? Nun gut, aber ich kann ja noch ein paar Jahre warten. Jedenfalls Leni Riefenstahl mit Sicherheit eine sehr, sehr interessante Frau. Ich weiß jetzt auch, ich kann jetzt natürlich auch nicht sagen, war sie jetzt wirklich ein bisschen naiv oder hat sie ganz einfach die Welle geritten, die da war. Keine Ahnung, ihre Bilder sind jedenfalls um die Welt gegangen. Sie hat ja immer sehr viel Wert auf Ästhetik gelegt und sie wird ja immer noch für ihren Olympiafilm absolut geliebt, also geschätzt, hochgeschätzt. Die Propaganda, die vielleicht auch dadurch geleuchtet ist, die vergessen wir dabei einfach mal. Ich sehe sie jetzt einfach mal als Künstlerin und als sehr interessante Frau. Ja, Leni Riefenstahl. So, dann kommen wir. Das gebe ich dir mal rüber. Das darfst du gleich vorstellen. Wenn du Lust hast, dann schenke ich dir das. Okay, gut. So, dann nehme ich das doch auch gleich. Evita Perón. Wieder eine Frau. Von Alicia. Oh Gott. Dujovna? Egal, Ortiz. Sag einfach Ortiz. Ortiz. Ja, das heißt wahrscheinlich auch Ortiz oder so. So, jedenfalls geht es um Eva Perón, Evita. Ja, mit dieser Frau habe ich mich eigentlich noch nicht näher beschäftigt gehabt. Ich bin durch die Madonna-Biografie natürlich auf sie aufmerksam geworden. Madonna hat sich ja so reingekniet in die Rolle der Evita, dass sie erstmal danach ganz lange Zeit brauchte, um Evita loszuwerden, weil Evita war wie ein zweites Ego von ihr geworden. Es war für sie, als wenn Evita, der Geist Evitas, sich in ihr eingenistet hätte und sie nicht mehr loslassen wollte. Und da, so ist es ja auch Angelina Jolie mit der Rolle der Gia gegangen, wo sie dann ja beide, also sowohl Madonna als auch Angelina Jolie hatten ja irgendwann dieses Gefühl, von ihren Rollen wie besessen zu sein. Ja, und Evita hat ein sehr, sehr interessantes Leben gehabt. Ich meine, sie ist nach Buenos Aires gegangen mit nichts weiter als einem Koffer. Sie hat sich als Model versucht, ich glaube als Radiomoderatorin, als Schauspielerin. So, und dann wurde sie ja irgendwann First Lady von Argentinien. Sie hat der Presse hat sie gedroht mit Lizenzentzug. Sie hat keinerlei Kritik und auch keine anderen Götter neben ihr geduldet. Sie hat sie war beim Volk unheimlich beliebt. Sie hat Geld an die Armen verteilt, ist aber auf der anderen Seite zum Shoppen nach Paris geflogen und hat da Unsummen ausgegeben. Ja, und letztlich ist sie dann schon mit 32 oder 33 Jahren an Gebärmutterkrebs gestorben und wurde dann in Italien unter falschen Namen beerdigt. Und ich glaube, sie ist jetzt mittlerweile wieder nach Argentinien zurückgekehrt. Ich finde ihr Leben mega spannend. Ich interessiere mich sehr, sehr, sehr für diese Frau. Und genau deswegen habe ich mir diese Biografie von ihr geholt. Auch Fotos, ne? Ja, es sind auch Fotos von ihr drin. Ich bin wirklich gespannt. Ich meine, sie sieht ja super nett aus, wenn man die Fotos sieht. Aber sie soll auch eine ganz schöne Intrigantin gewesen sein. Also ich bin gespannt. Wie gesagt, ich habe mich mit ihr noch nicht groß beschäftigt. Ich liebe das Lied Don't Cry for Me Argentina. Und ja, ich bin gespannt. Ich habe nur gerade gedacht, jetzt geht's los. Nein, du lässt es. Danke, danke, danke. Samuel Benchitri. Also ich glaube, wir hören jetzt einfach mal auf, französische Romane zu lesen. Rimbaud und die Dinge des Herzens. Ja, da bin ich schon mal sehr gespannt. Der Autor sieht schon mal sehr sympathisch aus. Ist vielleicht auch nützlich. Der Kulturspiegel hat gesagt, schöne, kluge Sätze über das Leben. Ja, wir werden sehen. Ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, worum es geht. Ist es französisch? Ja, und das ist eigentlich schon für uns eine Empfehlung. Nein, Quatsch. Also hinten steht halt drauf, dass ein Junge auf der Suche nach seiner Mutter durch Paris läuft und er erzählt von seinen Sorgen, von Freundschaften, von den Unwägbarkeiten des Lebens. Und wenn er gar keine Antworten mehr findet, sucht er Zuflucht bei den geheimnisvollen Versen seines Lieblingsdichters Rimbaud. Ja, hört sich doch ganz interessant an und ja, ich freue mich schon darauf. So, dann sind wir bei einem Buch, das ist wie eine Granate. Es ist schwer, es ist fett, es ist pink. Pink, leuchtend. Pink.
Und ich habe es auf dem Bürotisch gesehen. Es leuchtete so aus 10 Metern Entfernung mir schon entgegen. Gleich hin, was ist das für ein pinkes, schrilles Buch? Ist es über Barbie oder ist es The Clash? Ich hatte auch Barbie gekauft. es ist aber The Clash und ja, für 2,50 Euro dieses mega geniale Buch, was sonst 16 Euro gekostet hat, das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Und ja, ich bin ja, okay, The Clash Fan ist zu weit gegangen. Ich höre ihre Musik ganz gerne. Vor allen Dingen halt diese Mega-Hits wie London Calling. Eins meiner Lieblingslieder. Train to Vain, Should I Stay or Should I Go. Ich bin da nicht so bei diesen Sachen, die man noch nicht so von ihnen gehört hat oder beziehungsweise die ein bisschen weniger bekannt sind, also werde ich jetzt auch den Teufel tun und sagen, ich bin ein Fan von ihnen, aber ich mag durchaus ihre Musik und The Clash haben mich jetzt schon viele Jahre begleitet, auch immer mal wieder wie so ein Raunen durch die Bücher, die ich gelesen habe, durch die Interviews, die ich gesehen habe, die Leute, die ich gut und attraktiv fand, stand irgendwie immer auf The Clash. Und genau deswegen brauchte ich's. Ja. Ja, mit dem Fantum tun wir es uns ja sowieso sehr schwer. Also ich bin auch nicht diejenige, die unbedingt immer ein ganzes Album von einem Künstler braucht und sich da wirklich reinhängt. Das sind nur ganz, ganz wenige. Das hat mir Haare ausgezogen. Tja, dann hast du dich wahrscheinlich nicht gut genug darüber geäußert. So, Waldemar Lisiak. Schach dem Kaiser. Ja, darauf freue ich mich riesig. Hat uns auch Eva geschickt. Danke nochmal. Kommt natürlich genau richtig zu unserer Napoleon-Sammlung, denn es gab ja damals diesen Schachautomaten und Napoleon hat gegen ihn gespielt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, Kempler hat ja diesen Schachautomaten entwickelt. Ich kann mir noch nicht so ganz vorstellen, ich glaube, da Ich weiß nicht genau, wie er funktioniert hat, aber nach dem Lesen dieses Buches werde ich es wahrscheinlich wissen. Napoleon ganz klar interessiert. Ja, und dieser Schachautomat ist uns ja auch vorher schon mal begegnet. Ja, von daher heißt es auch getürkt, weil der Roboter oben drauf, der die Sachen gesetzt hat, der sah aus wie ein Türke. Und deswegen heißt es, weil das ganze Ding ja fake war, deswegen sagen wir heute noch getürkt. Stimmt. Genau. So, dann sind wir hier bei den Windsors. Ich habe es euch eben gezeigt von den Romanovs. Deswegen brauche ich euch dazu auch gar nicht so viel zu sagen. Hier ist zum Beispiel ein Bild der Windsors mit Victoria noch unten. Die sehr wuchtige, verbitterte Alte. ja, ihr wisst, ich liebe Victoria und ich liebe die Windsors und ja, es ist sehr, 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 sehr schön aufgemacht. Es ist reichlich bebildert. Ich bin gespannt, wie sie geschrieben sind. Ich werde die garantiert durcharbeiten und ja, auch das steht schon auf meinem Sub für nächsten Monat. Ich bin total gespannt. Ja, dieses Buch habe ich irgendwann mal entdeckt, in irgendeiner Zeitschrift wurde das vorgestellt und ich wusste, das musst du haben. Ich glaube, beim Arzt in der Spiegel oder Stern oder so, du warst jedenfalls ganz beseelt, kamst vom Arzt und hast gesagt, ich muss das Buch lesen. Genau, aber es hat jetzt ein paar Jahre gedauert, das kann bei mir immer dauern. Von Sabine Weiß, die Wachsmalerin. Es geht um das Leben der Madame Tussaud. Jeder kennt diese Wachsfigurenkabinett, die es über die Welt verstreut gibt. Madame Tussaud war die Tochter des Scharfrichters von Paris. Und es wird mit Sicherheit eine etwas schaurige Geschichte sein. Und ja, wie hat diese Frau es geschafft, zu Weltruhm im Grunde genommen zu gelangen? Ich war leider noch nie im Wachsfigurenkabinett von Madame Tussaud, du ja leider auch nicht. Ich war nur mal in dem Wachsfigurenkabinett in Hamburg auf der Reeperbahn. Und das Panoptikum? Und das fand ich schon sehr... Ist das das Panoptikum? Du stellst mir immer Fragen, wenn du dir die nicht selber beantworten kannst, dann bitte stell sie nicht mir, google es. Ich weiß es nicht. Jedenfalls war da war ich auch noch sehr jung, sehr, sehr jung. Und ich weiß, dass Heinz Rühmann hinter mir stand und ich habe mich so erschrocken, dass ich dem am liebsten eine geschallert hätte. Ich habe mich wirklich fürchterlich verjagt. War natürlich nicht Heinz Rühmann, war eine Wachsfigurpuppe. Keine Ahnung, hat mich jedenfalls wahnsinnig fasziniert und das steht auch noch ganz oben auf der Liste. Aber ich möchte es am liebsten sehen in London.
So, dann sind wir bei Geboren um Mitternacht, Shadow Falls, Camp CC Hunter. Ich kann euch dazu nichts sagen, aber ich weiß, dass viele von euch es gelesen haben, für alle Fans von House of Night. Das Buch hatte uns eine Freundin angeboten, ob wir es haben wollen, weil sie hat ausgemistet. So, und da viele von uns oder viele von euch uns angeschrieben haben, dass wir es doch bitte lesen sollen, haben wir gesagt, okay, gut. Es geht doch um Feen, Hexen, Vampire, ja. Gestaltwandler und Werwölfe. Das ist ja genau Mars Ding. Und ja, deswegen ist das jetzt auch bei uns im Regal und auf dem Sub gelandet. Ja, ich habe jetzt ein richtig schäbiges Buch hier, das muss ich einfach sagen. Das Buch ist so unsympathisch, also die ganze Reihe ist unsympathisch. Ja, ich finde es genial. Also Mr. Gum und der Mürbekeks-Milliardär. Ein Geschenk von Bibo Kimi. Ja, und wir können uns da beide fürchterlich drüber amüsieren. Sina ja wieder mal gar nicht. Ich weiß ganz genau, wenn die beiden über Bücher schwärmen, ist es nichts für mich. Ja, also Mr. Gum ist jedenfalls ein ganz widerlicher Kerl. Er ist nur schlecht gelaunt und er wünscht, glaube ich, jedem die Pest an den Hals. Und er ist faul und gemein. Er ist in erster Linie ist er wirklich gemein. Das ist auch übersetzt worden von Harry Rowohlt und ich glaube, der hat da wirklich so ein bisschen unseren Geschmack getroffen. Es ist einfach nur böse. Ja, und das war jetzt noch ein verspätetes Geburtstagsgeschenk. Also die Illustrationen sind sehr hässlich und ich find's komisch. Das Buch ist sehr unsympathisch. Ja. Es ist gut geschrieben, also es ist witzig, also es ist... Aber garantiert kein Kinderbuch, da sind die sich sogar einig drüber. Also es ist, denke ich mal, ich finde es wirklich fantasieanregend, aber es ist wirklich ganz, ganz böser Humor. Es erinnert so ein ganz kleines bisschen an Roald Dahl. Ich weiß auch nicht, ob das pädagogisch in irgendeiner Weise sinnvoll ist. Aber es ist halt völlig schräg und völlig Baller und man darf das einfach auch nicht ernst nehmen, wie manche Leute das tun. Ja, ich bin jedenfalls schon sehr gespannt auf den Mürbekeks-Milliardär. Ich hatte die ersten Seiten schon gelesen. Wer diesen Humor hat, der isst auch kleine Kinder mit Senf. Ja, den Senf lassen wir mal weg. Die kleinen Kinder könnten schmecken, wenn sie irgendwie aus Lebkuchen sind oder so. Max und Moritz. Ja, und gerade wo die Kamera ausging und Sina die wieder angemacht hat, habe ich nur dieses hübsche Bild entdeckt. Sina sagt, das ist so hässlich, das geht schon gar nicht mehr. Ihr seht, ich kann sie da auch wirklich nicht begeistern. Ich habe da meinen Spaß dran, Kim ja Gott sei Dank auch. Ja, Mr. Gum halt. So, dann haben wir Abenteuer Dinosaurier, Expedition Urzeit, entdecke die Riesen des Erdmittelalters. Ich habe noch nie Erdmittelalter gehört. Also wir sind dann bei Abenteuer Dinosaurier, einem Buch mit Modellen, die man zusammenbauen kann. Das ist die Taille-Bon. Das Buch habe ich ziemlich kürzlich beim Talia gefunden. schön. Ja, und bin total begeistert von der schönen Aufmachung und auch wenn Dinosaurier... Also, hier sind jetzt die Einzelteile des Dinos drin, man kann die dann zusammenstecken. Ich war ja dank Jurassic Park damals der volle Dinosaurier-Fan. Ja, Sina konnte nichts, aber die Namen von den ganzen Dinosauriern, die hatte sie drauf. Die habe ich aber alle wieder vergessen. Aber dennoch, dieses Buch ist einfach so schmuckstückschön, dass ich es haben musste. Und ich nehme das natürlich zurück. Du konntest ganz viel. Das konntest du außerdem noch. Ja, da weiß ich, dass du damit nichts anfangen kannst. Barbara Noack, drei sind einer zu viel, gehört also auch in diese Reihe. Es war immer vor langer Zeit. Ich habe doch wirklich bei Tauschticket damals Mars DVD eingetauscht gegen alle Bücher. Ja, sehr nett von dir. ja, ich wollte dann, ich weiß nicht, ich war ja immer ein totaler Fan von Herbert Herrmann. Ich fand ihn ja einfach nur lecker. Ja, der ist süß, ne? Ja, ja, fand ich auch. Ja. Ja, und da hat er halt mitgespielt und Thomas Fritsch war das, glaube ich, und wie hieß sie nochmal? Ich weiß es nicht. Sie war jedenfalls mit ihm ja im wahren Leben auch mal verwandelt, komme ich jetzt aber auch nicht drauf. Barbara Noack hat ja damals sehr erfolgreiche TV-Serien auch geschrieben, der Bastian, den kennen wahrscheinlich viele, die Hochzeit auf dem Land ist von Uta Danella, Quatsch, ich rede
Blödsinn. Jedenfalls, drei sind einer zu viel. Das ist eine Binsenweisheit, das weiß jeder. Einer stört. Wer das hier ist, wird sich zeigen. Ich kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern. Ich habe irgendwann vor 1000 Jahren halt diese TV-Serie gesehen. Bin gespannt. Haben uns die DVD geholt. Und Sine hat sie vertauscht, weil sie gesagt hat, wir gucken in diese alten Sachen. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich gucke hier auch Rock Hudson und Cary Grant und ich heirate eine Familie. Ich fand's doof. Siehst du? Und weg waren sie. Naja, gut, also lese ich jetzt vielleicht nochmal irgendwann dieses Buch. Dafür hast du Suki Stackhouse Bücher mit Liza bekommen. So. Dann will ich nicht weinen. So, Thomas Brezina, wer öffnet die 7 Siegel des Michelangelo? Ja, Museum der Abenteuer. Ganz toll. Also wirklich richtig super. Auch wieder zum Thema Kunst. Ich habe es gelesen schon und ja, es ist einfach nur. Sina hat sehr geschwärmt. Es ist toll. Es ist ja, es ist geschrieben wie eine Fantasiereise. Man kann es also auch super gut Kindern vorlesen. Es sind total tolle Illustrationen mit dabei. Und es ist halt mit Zeitreisen. Man taucht in Bücher ein. Es wird aber auch sehr, sehr viel erklärt. Hier geht es ja um Michelangelo, einen sehr, sehr interessanten Mann, einen kleinen Wüterich, einen absoluten Perfektionisten, einen Mann, den ich total toll finde. Also ich kann mich bestens über ihn amüsieren und ich werde über Michelangelo garantiert noch ganz, ganz viel mehr lesen. Ja, und hier geht es halt um sein Leben, seine Arbeit und es ist einfach richtig, richtig toll. Also wenn ihr euch selber mit Kunst jetzt neu beschäftigen wollt oder ihr habt Kinder in dem Alter, ich glaube von 10 bis 12, es ist super toll auch zum Vorlesen, weil es halt wie eine Fantasiereise ist. Der Leser wird mitgenommen, es wird gesagt, was er macht da und was er erlebt. Und ja, es ist noch ganz, ganz toll. Hier hinten sind Karten drin. Oh, hoffentlich habe ich die zurückgelegt. Ja. So, und egal, es sind Karten drin. Ich will das jetzt nicht aufmachen, mache ich es noch ein. Und da sind Rätsel und so weiter bei. Und ja, es ist toll. Also es ist richtig, richtig super. Davon gibt es zig Bücher über Leonardo noch, über Van Gogh, über die ganzen Künstler vom Prestel Verlag. Genau wie diese Geheimakte-Bücher. Und wer sich mit Kunst auseinandersetzen will, die Bücher sind gut, genauso wie... Also Michelangelo hat mich jetzt begeistern können, ganz einfach, weil er ja in der Sixtinischen Kapelle gearbeitet hat und da durfte keiner gucken, was er da macht. Um das zu überprüfen, dass auch der Papst sich daran gehalten hat, hat er vorgetäuscht, nicht da zu sein. Der Papst hat sich dann Schlüssel besorgt, ist abends in die Sixtinische Kapelle rein und wollte da mal gucken, was er da treibt. Tja, und oben auf dem Gerüst lag er auf der Lauer und hat so Holzstückchen genommen und hat die nach dem Heiligen Vater geworfen. Und das finde ich einfach nur genial. Hat, ja, und schon fängt Geschichte an, lebendig zu werden und man will einfach mehr erfahren über diesen Querulanten unter anderem. Ja. Michelangelo haben sie auch wegen seinen gemeinen Kommentaren, also es gibt mehrere Variationen. Die Nase ein wenig geditscht. Ja, deswegen hatte er eine gebrochene Nase. So, Evelyn Lever. Ach nee, du bist. Ich bin. Ja, ich gebe dir dies noch ab. Ja, vielen Dank, darüber kann ich ja so unheimlich viel sagen. Macht nichts. Schadet nichts. Ja, das ist auch ein... Ja, ein super Buch. Roald Dahl, Sina guckt schon wieder komisch, die große Roald Dahl Schatzkiste. Und dieses Buch war ein Geschenk. Danke, danke, danke. Das ist einfach nur genial. Ich lese, mag ja Roald Dahl, vielleicht nicht unbedingt immer die Geschichten so ganz, ganz gerne. Aber hier sind immer, ja, sind halt Ausschnitte aus den Büchern. Sehr, sehr schön illustriert und... Ach, es ist halt ein Schmuckstück, ne? Es ist ein Schmuckstück und ich finde es einfach nur toll. Das auch aus den Biografien sind halt auch die Wunderohren, was haben wir hier? Sina kann ja damit nichts anfangen. Hier haben wir zum Beispiel James und den Riesenpfirsich, einen Ausschnitt. Ja, wer Roald Dahl mag, wer da die Begeisterung so ein bisschen mitteilen kann, der wird sicherlich seine Freude an der Schatzkiste haben. Ja. Ich habe es jedenfalls, ich bin da völlig begeistert. Noch eins in Ordnung, bin ich mehr so. Ja, Sina, du hattest Zeit, dich vorzubereiten.
Egal, es ist ein Jugendliebesroman und da sollte, mehr kann ich euch dazu auch nicht sagen. Es heißt Über ein Mädchen und es ist von Joanne Horniman, ja. Und auch das hier haben wir geschenkt bekommen und ja, ich bin gespannt. Oder eher weniger, es ist für Marthas Buch. So, und ich kann da wirklich nichts drüber sagen. So. Schön, dafür darfst du dich jetzt nochmal da auslassen. Und dann, okay, gut, ja. dann werde ich mich hier jetzt nochmal auslassen. Das ist hier von Evelyn Lever, Madame de Pompadour. Ja, die Vorgängerin von der Dubarry bei Heinrich, oh klar, bei Ludwig dem 15. Ja, hier geht es jetzt auch nach Versailles. Über die Pompadour weiß ich weniger. Ich weiß, dass sie, und das fand ich ganz interessant, dass man ihr das auch schon geweissagt hatte, dass sie eine hohe Position einnehmen wird. Genauso wie Josephine Beauharnais, da hat man ja auch gesagt, dass sie halt aufsteigen wird, schon in der Kindheit. Und auch ihr hat man das prophezeit. Und es ist ja auch so gekommen. Und alleine das macht mich schon kribbelig, sodass ich die Bio lesen will. Hat man ihr auch geweissagt, dass sie den Pompadour erfinden wird? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Von der Bürgerstochter zur mächtigsten Frau Frankreichs. Sie war unheimlich gebildet. Sie hat sich mit Künstlern, Philosophen, Gelehrten umgeben. Ja, sie muss eine ganz, ganz tolle, mächtige Frau gewesen sein. Und genau deswegen will ich mehr über sie erfahren. So, und ganz zum Schluss, last but not least, ein absolutes Mega-Schmuckstück. Genießt es. Es ist jetzt aus dem Schuber heraus. Es sind Grimms Märchen, die vollständige illustrierte Ausgabe in den alten Zeiten, als das Wünschen noch geholfen hat. Ja, es ist wirklich ein absolutes Schmuckstück. Es ist noch ein Geburtstagsgeschenk, ein verspätetes. Weil das sollte ich erst kriegen, wenn wir uns persönlich treffen. Und das kann ich verstehen, weil es ist einfach wunderschön. Ich habe es von Kim. Ja, das kann ich ruhig sagen. Da haben wir hier zum Beispiel die Wichtelmänner. Das ist jetzt klein, aber das ist ja immer so diese Sache, wenn man gerade was ganz besonders Schönes zeigen will, dann geht das ja meist daneben. Es ist einfach traumhaft schön. Es ist ein Schmuckstück. Es ist sowas von toll. Also es ist von wem war denn das? Sauerländer Ausgabe. Und es ist einfach, ja, prachtvoll. Das ist also wirklich wunderschön, wenn ihr auch so eine richtige Märchentante seid, wie wir es sind. Der Froschkönig lässt grüßen. Ja, dann werdet ihr auch daran eure Freude haben. Ich habe jahrelang immer gesagt, oh, ich suche noch ein Märchenbuch, das mir auch wirklich gefällt von den Illustrationen. Bis jetzt hatte mir wirklich nichts so gut gefallen, dass ich gesagt hätte, ja, das möchte ich haben. Aber das ist einfach wunderschön. Hier auch das Kleid von Aschenputtel, das ist mit Silber abgesetzt. Das ist die Schüchen glitzern. Und ich wusste es über Monate, dass Mars kriegt. Ja, und du hast nichts gesagt. Genau. Ich habe irgendwann eine WhatsApp-Nachricht gekriegt. Ist das was für Ilona? Und ich denke, ja, aber 100%. Ja. Und ja. Also es ist wirklich ganz, 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 ganz toll. Eignet sich mit Sicherheit super zum Vorlesen, zum Nachschlagen und einfach ja mal wieder Märchen zu genießen. Bald ist ja auch wieder Weihnachten, Weihnachtszeit beginnt, dann ist für mich sowieso Märchenzeit, ist ja fast das ganze Jahr für mich Märchenzeit. Aber dann ja nochmal verstärkt und mit so einer schönen Ausgabe werden Märchen doch wieder noch gleich nochmal einen Zacken interessanter. So, das war jetzt unsere Ausbeute, die Tic-Tac, also das Akku dürfte jetzt auch gleich leer sein. Ja, das war's von uns und ich hoffe, ihr hattet eure Freude an diesem Video. Und wir schleppen jetzt unsere Beute ab und verteilen die bei uns auf dem Sub. Das wär's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.